Also ihr seht es ja vielleicht schon im Titel, dass wir vielleicht ein bisschen was aufklären müssen. Also in den letzten Tagen ging halt Leon Mascher hier und da, das habt ihr mitgekriegt. Und es ist halt auch nicht, es ist im großen Rahmen dann passiert. Und mach du. Also das Ding ist halt, ihr kennt uns als ziemlich ehrliche Leute und deswegen fühlen wir uns halt besonders schäbig in den letzten Tagen. Weil es nicht ganz alles so gelaufen, wie das nach außen kommuniziert wurde. Ja, also am besten fangen wir von vorne an. Dass Leon in Weimar war nicht das erste Mal, dass wir ihn getroffen haben tatsächlich. Er war ja vorher auch schon in Erfurt zum Beispiel. Und da gab es ja auch schon... Diese Aktion. Ja, da gab es ja auch schon Videos von, wie die Fans total durchgedreht sind. Ich blende das mal kurz ein. Nicht drücken! Ehrlich, ich meine das ernst! Nicht drücken! Kleine Kinder! Wir sind kleine Kinder, Mann! Nicht drücken! Nicht drücken! Ja, und ihr habt ja gesehen, dass es schon ziemlich krass war. Und als wir da vor Ort waren, dachten wir uns, ja krass, jetzt pranken wir mal Leon. Aber als wir das dann gesehen haben, haben wir schon gedacht, das ist jetzt nicht so cool, da irgendwie auch noch drauf zu hauen. Ja, Kalle war dabei, ich hatte meine Gitarre dabei. Aber wir haben uns dann doch gedacht, nee, lassen wir das mal. Und haben dann lieber versucht, auch die Kids ein bisschen unter Kontrolle zu bringen. Und dann, als Leon weiterfahren wollte, waren wir gerade auch an seinem Van und da hat er uns mitbekommen und dann sind wir einfach ins Gespräch gekommen. Oder wir beide ähnliche Videos machen. Ja, dann haben wir gesagt, wir haben halt offen gesagt, eigentlich wollten wir mich verarschen, aber es ist ja super krass, was hier gerade abgeht. Mhm. Und ja, dann sind wir einfach ins Gespräch gekommen und tatsächlich kam dann von ihm aus so der Impuls. Ich weiß nicht, er macht hier gerade seine Promotour, hat er gesagt, und weiß noch nicht, irgendwie bringt es noch nicht so viel. Und sein Album ist halt nicht so gut verkauft worden und er braucht halt irgendwie noch so einen kleinen PR-Stunt oder sowas, irgendwas, was Aufmerksamkeit zieht. Ja, er wusste halt auch, dass sie aus Weimar kommen, haben wir ihnen dann, habt ihr ja gesagt. Und dass halt sein nächster Auftritt in Weimar sein wird. Ja. Und ja, dann kam er halt auf die Idee, weil wir auch meinten, ja, na, irgendein Skandal oder sowas muss her. Und dann meinte er, naja, keine Ahnung, vielleicht können wir irgendwie was mit meinen Jungs machen oder so. Und ja, letzten Endes, das ist so abgekaspert, dass er die Leute bezahlt hat, die Tomaten bewerfen, die ihn mit Tomaten bewerfen sollten. Und wir sollten das Ganze dann quasi hinterher öffentlich machen. Ja, aber es war echt ziemlich offensichtlich, weil sonst, es hätte ja eine Anzeige gegeben. Nun, auf jeden Fall ist die ganze Scheiße viel zu krass aus dem Ruder gelaufen. Das war nicht ganz abzusehen. Ich meine, klar, PR-mäßig ein voller Erfolg. Jeder hat einen Beitrag drüber gemacht, aber ist einfach nicht cool, was da alles jetzt raus geworden ist. Und da war er auch gleicher Meinung wie wir in dem Fall tatsächlich. Genau, wir haben uns auch hinterher nochmal mit ihm getroffen, um das alles zu klären und haben uns jetzt geeinigt, dass wir das einfach aufdecken wollen, weil er auch jetzt selber Stress mit der Polizei hat und er ist tatsächlich auch jetzt hier, Leon. Ja, hallo Freunde, es ist natürlich jetzt alles Chico. Scheiß auf die Hater, die anderen YouTuber machen alle nur Kack-Content. Meine Videos, die sind die besten. Die sind Chico. Ja. Drückt auf den Like-Button, aber lasst euch nicht beeinflussen. Die ganzen anderen YouTuber, die machen alle nur Videos Leon. Auf meinem Nacken. Ja, was ist eigentlich, wenn der Fame nicht mehr ist? Wo sind dann meine ganzen Klicks hin? Die sind dann weniger. Nicht drücke! Die ganzen kleinen Kinder, sie kriegen keine Luft. Aber alles ist Chico. Andere YouTuber, sie machen Scheiß-Content. Auf meinen Nacken. Kauft meinen Duschschaum. Chico! Ja, die Jungs von Nosferatu haben ja gesagt, sie machen alle nur Videos auf meinem Nacken. Ja, selbst Le Fliort hat auch nur über deinen Nacken die News. Nicht drücken! Apo ist mein Boy. Ich mach die Videos selber. Ich schneide. Ich filme. Ich singe. Ich tanze. Ich lebe. Mein Geld. 5000 Euro. Ich hatte kein Kleingeld. Ich hab alles selber bezahlt. Ibiza, das Taxi, die Frau, mein Leben. Ich weiß genau, was ihr gerade denkt. Aber nein, die anderen YouTuber machen alle ein Scheiß-Content, zwei Scheiß-Content. Guckt euch die beiden an, wie sie aussehen. Nicht Chico! Also, ich finde, man sollte sich vor der Wahrheit da auf jeden Fall... Nicht drücken! Nicht drücken! Ja, also... Ich sage ja euch Leon immer, Bund meine Videos, für die nächsten Tage bei uns. Geben, lasst euch nicht beeinflussen, die Hater, die reden. Leon wohnt bei uns, was unseren Alltag tatsächlich ein bisschen schwierig macht. Na, moin! Na, Tag! Und, alles gut? Na? Ey, nicht drücken! Die Kinder kriegen keine Luft hier, nicht drücken! Nicht drücken!
Der Schuh ist langsam ein bisschen eng hier, muss ich sagen. Ich glaube, ich brauche neue Schuhe. Der ist nicht so drücken! Hä? Nicht drücken! Ja, drei Arme. Ey, Robin! Wenn du, ja. Wenn ich hier so, das tut übelst weh. Nicht drücken! Nicht drücken! Nicht drücken! Alter, Franz, komm mal mit. Herr Rudes hat irgendwas. Keine Ahnung, der liegt auf dem Boden. Keine Ahnung, der macht nichts mehr. Hier, Mann. Fuck, ey, der atmet nicht. Hey, nicht drücken! Der kriegt keine Luft. Drücken! 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 Meine Freunde, drücken! Alle drücken! Drücken! Ja, so Leute, also, ne? Freunde. Für dieses Acting würden wir uns gerne statt David Hein und Hand of Blood beim Webvideopreis melden wollen. Also den Like-Button nicht drücken! Und ich hoffe, ihr sprengt einfach den Like-Button und lasst euch nicht von anderen Leuten beeinflussen.